Darf man, wenn ich euch so sehe, ich finde immer, ihr seid so ein bisschen die Lochis in Jung. Darf man das sagen oder seid ihr dann beleidigt? Ja, das nehmen wir als Kompliment, weil die Lochis machen ja echt schon krasse Sachen. Auf jeden Fall, ihr aber auch. Ja, gut, wir wollen uns jetzt hier nicht selbst loben, aber nehmen wir nicht als Beleidigung, nein. Für alle, die sich das nicht vorstellen können, ihr macht viele Parodien, ihr macht viel Comedy, aber alles ziemlich hochwertig produziert. Was mir aber aufgefallen ist, trotzdem baut ihr immer mal wieder so ein paar harte Themen mit rein. Öfter geht es auch mal zum Beispiel gegen Homophobie, gegen Sexismus. Warum ist euch sowas wichtig? Soll ich mal anfangen? Ja, klar. Also gerade so, wir haben uns in den letzten 2 Jahren sehr viel mit solchen Themen befasst und wir bekommen das immer mehr mit, dass so auf YouTube sau viele bekannte YouTuber auch total sexistischen Inhalt posten. Wir denken, ey, das geht doch viel klüger. Und deswegen wollten wir mal kurz immer mal wieder so ein Zeichen dagegen setzen, weil wir finden es echt uncool, so mit Sexismus oder auch Rassismus Klicks zu generieren. Und das machen wir nicht und da distanzieren wir uns auch klar von. Ja. Da gab es ja vor allem viel Beef, Leon Mascher und so weiter, ne? Ja, allgemein denke ich, dass es, wenn man schon so eine große Reichweite hat und gerade viele junge Menschen erreichen kann, ist es wichtig, dass wir zum Beispiel die Werte, die wir gut finden, auch so mit den Videos auch so ein bisschen vermitteln, weil wir haben die Möglichkeit, also wäre es ja eigentlich nur ziemlich dumm, wenn wir die nicht nutzen würden.